So Leute, heute wollte ich euch diese Schrauben hier zeigen. Und zwar, das sind die von Kraft. Also das ist eine Marke von Norma. Ich wollte schon sagen, ja. Also, ja. Holzschrauben sind das. Die sind sehr klein auch. Da gibt es halt auch unterschiedliche Größen. Und ja, ich mache sie mal auf. Das hier ist schon ab. Aber ja. Also, das ist so eine Plastikverpackung, so eine ganz normale. Und so sehen die Schrauben hier aus. Es gibt weiße und diese farbige. Diese farbige habe ich selber reingetan. Das heißt, die hier, die waren nicht original dabei, wann ich diese Schrauben gekauft habe. Das heißt, ich habe sie da reingelegt, weil da eigentlich, ich weiß nicht mehr, was da drin war. Aber ja, ich habe da halt diese Schrauben hier reingelegt. Und ja, wir fangen mal ganz oben an mit dieser Schraube hier. Das ist die kleinste Schraube, glaube ich, von denen, ja. Ne, fast kleinste. Mal wieder unscharf. Hier. Hier so ein. Oh, juhu. Also so sieht die Schraube aus. Die ist halt ganz normal. Die Kamera konzentriert sich auf den Hintergrund. Du sollst auf die Schraube konzentrieren. Ja. Also so sieht die Schraube aus. Diese Unschärfe, die regt mich so auf. Ja, ist halt Kreuz. So sieht der Kreuz aus. Das ist ein ganz normaler blaue Schraube. So sieht das von hier aus. Hat eine richtige gute Spitze. Und ja. Ich denke so, die ist so 15er oder so Länge oder kürzer oder so. Ich weiß es nicht ganz. Und ja. Als nächstes sind hier diese Schrauben dran. Da sind halt auch so kleine, nur etwas dicker. Und ja, auch so ein Kreuz. Hier sind dann solche noch. Das ist halt nicht mit Vollgewinde, sieht man ja. Das ist nicht mit Vollgewinde. Ich habe hier was auf dem Finger. So sieht es auf jeden Fall aus. Das ist auch nicht mit Vollgewinde, sondern nur mit Hälfte Gewinde. Also die Gewinde geht nur zur Hälfte von der Schraube. Und ja, der Kreuz ist genauso wie bei den anderen auch. Das ist etwas andere Schraube, also ein bisschen andere Schraube. Komplett andere meinte ich. Ja, also der Kopf sieht so aus. Ich denke mal so, das ist eine 35er, also 4x35er Schraube oder 40er. Und ja, die ist halt gelb. Die anderen waren ja so weiß. Und ja, die ist auch spitz hier. Hat auch eine ganz normale Gewinde, Vollgewinde. Und ja, ohne Fräsrippen, ohne irgendwas Besonderes. Die waren auch ohne Fräsrippen und so halt Sachen. Und ja. Kreuz ist, glaube ich, ganz normal. Auch bei denen. Also hier, je kleiner die Schrauben sind, ist der Kreuz auch kleiner. Und ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Dann gibt es hier nochmal so kleine Schrauben, die sind sogar noch kleiner als die hier und die. So sehen die aus. Und dann gibt es hier noch so welche. Die sind auch nicht mit Vollgewinde. Und ja, die sehen eigentlich gleich, nur dass sie halt die Länge ein bisschen anders ist. Und manche sind dick und manche sind nicht dick. Und ja. Sieht auf jeden Fall aus. Spitz ist auch spitz. Ja, dann habe ich noch diese hier. Also eine richtig fette Schraube. Das denke ich auch. Das ist ganz normal Kreuz. Das ist ein bisschen so ähnlich, nur dass er von der dickeren, also von der hier, der Kreuz ein bisschen größer ist. Ja. Und das sind die ganz dicken, oder warte. Ich habe auch. Ach so, das waren. Ja, jetzt verstehe ich's. Da war eine so drin. Ja, dann ist hier so eine dicke noch. Und halt die ganz normalen, so dicken auch so ein bisschen. Ja, das war's mit dem Video und ciao.